Ladies and Gentlemen, hallo und willkommen hier zu Resident Evil 7. Mein neues Projekt. Ich habe gedacht, weil in knapp 3 Wochen, 2-3 Wochen Resident Evil 8 rauskommt, dass ich auch unbedingt gerne spielen möchte, spielen wir davor Resident Evil Biohazard. Ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt und ich hoffe einfach mal, das klappt alles so weit, deswegen fangen wir einfach mal rein. Zu dem Spiel wird es natürlich mehrere Parts geben. Ich werde die Parts so zwischen 30, 40 Minuten versuchen hochzuladen, dass man es auch einigermaßen noch anschauen kann, weil sonst wäre es einfach zu lang. Und ja, starten wir einfach mal das Spiel. Wir gehen auf normal. Die Zeiten, wo es keinen Schwierigkeitsgrad schwer mehr gibt, man kennt's. Hey Baby! Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Lass mich raten. Wir versuchen sie zu suchen. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay. Er ist zum Rumsehen. Ich spiele übrigens mit dem PS5-Controller, dass ihr Bescheid wisst. Weil ich glaube, so ein Spiel ist etwas angenehm, mit Controller zu spielen. Ja. Ich habe ganz alte Resident Evil Teile mal gespielt auf der PS3-Version und auf der PS2 habe ich mal welche gespielt gehabt, aber ewig nicht mehr. Hier sollte es sein. Ich habe lange kein Resident Evil Teil mehr gespielt und deswegen ist es seit Ewigkeiten mal was Neues und ich glaube, es könnte sein, dass der 8. Teil an diesem anschließt. Und das ist ja, glaube ich, eine neue Story, deswegen passt es ganz gut, dass ich hier nochmal, ja, reingehe, anfange. Auch mega Lust drauf. Ich hoffe, das klappt soweit alles mit dem PS5-Controller, dass es da keine Probleme mit gibt. Bisschen verzögert fühlt sich das Ganze an, habe ich das Gefühl irgendwie. Und da reagiert manchmal nicht so ganz der Controller, wie ich das gerne hätte, wie es denn mit der Maus. Hier ist anders, da ist direkt... Ah, ich schau nochmal. Wenn es mit dem PS5-Controller... war, der ist schon verzögert extrem. Ich weiß nicht, ob es am PS5-Controller liegt oder keine Ahnung. Ich schau nochmal, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Spielhinweise ansehen. Ja, mach mal, reagiert er gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Kann ich auch ein bisschen lauter machen. Soundeffekte. Zack, zack. Musik braucht man nicht unbedingt. Dynamikbereich. Ne, das wollte ich gar nicht. Die Hörumgebung anpassen, ja, komm. Das ist ein bisschen besser. War vielleicht doch zu laut. Ich glaube, es könnte sogar schon wieder zu laut sein. Ich und mein Sound, ey, ich werde mit dem nie Freunde.
So. Hallo? Geht nichts? Geht anscheinend nichts. Ja, gut. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich anders irgendwie durchkommen. Lass mich raten. Ich brauche einen Bolt Cutter. Den guten alten Bolt Cutter. Kann ich hier nochmal irgendwas machen? Nee. Verdammt. Hallo? Verdammt? Okay. Ich brauche meinen Bolt Cutter. Safe. Safe. Es gibt nichts Schöneres als einen Bolt Cutter. Überall in jedem Spiel. Ich sollte einfach Bolt Cutter Merch rausbringen. Mein eigener Bolt Cutter. Irgendwie stört mich gerade ein bisschen der PS5 Controller, weil der irgendwie nicht flüssig läuft. Guck mal, dass ich den vielleicht raussteck. Zack. Ganz kurz. Weil irgendwie, ich bin mit dem nicht so ganz zufrieden gerade. Okay, das sind wir wieder. Ich habe jetzt mal einen anderen Controller angeschlossen, den PS4 Controller, weil ich glaube, der klappt ein bisschen besser. Hoffe ich mal, wenn nicht, dann muss ich halt mit der Maus spielen. Naja, egal. Kann ich wenigstens noch ein bisschen die Einstellungen umändern, was Steuerung angeht? Und zwar Controller Vibration, ja, Zielhilfe, keine Ahnung. Wenn ich halt Controller hier ein bisschen höher noch. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal. Habe ich was im Kofferraum vielleicht, was ich benutzen könnte? Nee, natürlich nicht. Wieso auch? Sollte ich irgendwas im Kofferraum haben, was ich gebrauchen könnte dafür? Wäre blöd, wenn. Okay, dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Ich möchte auch einfach nur meinen Bolt Cutter. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich glücklich, zufrieden. Oh, hier ist ein Auto. Hallo? Ist da irgendwas drin? Geist von Luciana. Schließt dich uns an. Okay. Nee, du gar keinen Bock. Hat er vielleicht irgendwas in seinem Kofferraum? Da komme ich nicht ran. Na gut, dann halt nicht. Nimm hier Gabe an. Nimm ihre Gabe an, ne? Ich kann nicht lesen, oder? Ja, ich kann nicht lesen. Na, was geht? Oh, was habe ich denn hier? Ach, die E-Mail von mir. Habe ich ausgedruckt? Cool. Da ist jemand. Kann ich zu der Person hin? Hallo. Hey, chill mal, bleib mal stehen, Junge. Ich will mit dir reden. Geht denn hier ab, ey? Ja, chillt mal ganz ruhig hier, ne? Ganz ruhig. Ich heiße Fegel. Hocken. Hocken. Ab in die Hocke. Ist auch sympathisch. Ja. Okay. Gibt's hier irgendwas, was ich nutzen könnte? Hallo, ich möchte hier runter. Dankeschön. Gibt's hier irgendwas? Kann ich hier rein? Nee. Natürlich nicht. Hier kann ich aber rein. Hier ist ja auch offen. Ich sehe gar nichts. Ah, doch, jetzt sehe ich was. Cool. Ich habe eine geile Taschenlampe am Start. Zu öffnen. Kann ich hier rein? Das klappt nicht, ne? Blöd. Das sind auf jeden Fall Reservedosen.
Also ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Boah, lecker. Oh, Mist! Mist! Ja, warum gehst du auch da? Ach. Ich bin richtig ordentlich. Ich tue hier sogar den Leuten ein bisschen... Was haben die denn hier alles? Boah, ey, ist das ein Rabe? Wer kennt's nicht, ein Rabe in der Mikrowelle? Also ich glaube, hier war schon etwas länger keiner mehr. Boah, hier sind Maden und alles. Das ist cool gemacht. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo weiter? Was gibt's denn hier so Schönes? Soll ich hochkommen? Soll ich direkt hoch? Komm, ich geh direkt hoch. Hi. Stairs. Okay. Ja, irgendwie das Gefühl, ich krache hier gleich noch ein. Ach, hier kann ich speichern. Dann speichere ich doch mal. Cool, verfallenes Haus. Kann ich da... Ja gut, wie soll ich das denn bitte nutzen? Ich habe nicht mal einen Kassettenrekorder. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Guck mal, was die hier so von mir wollen. Keine Reaktion. Ja, egal, dann gehe ich wieder runter. Egal, scheiß drauf. Ah, hier kann ich aufmachen. Ja, gut. Das ist jetzt nichts irgendwie drin, was ich bräuchte, aber... Ist auch nichts. Kann ich hier etwas? Nein, auch nicht. Hallo. Moin. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte jetzt einfach nur noch ein... Oh, hier, Kassettenrekorder. Test nochmal. Das ist sogar gar kein Kassette. Na, egal. 1. Juni 2017. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Okay, ich muss sogar laufen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur... Sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Also ich bin der Kameramann. Wollte schon immer mal sein. Ich bin ein richtig guter Kameramann. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. So läuft's, ne? Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Joa. Sympathisch. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Kann ich hier rein? Du gehst mal auf den Sack. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, wir machen es genauso aus wie vorher. Und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Nee. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas.
Offenbar ein schwarzes Schaf. Ich gucke jetzt mal, was jetzt genau... Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Schon eklig. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Ha. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André ist weg. André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Clancy. Wo ist er? Echt unglaublich! Jetzt verarscht er mich wahrscheinlich, oder? Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Okay. Ja, okay. Ich wette, die Tür war abgeschlossen, die geradeaus durch. Was war das denn? Wohl. Hast du es gehört? Hier bin ich drin. Aktuell. Mach mal auf. André! Wo zum Teufel ist der? André! Where are you? André, wo bist du, Mann? André ist weg. Das sind die Leute, von denen André geredet hat. Hä? Was zur Hölle? Oh, ich dachte gerade, er wäre auch verschwunden. Soll das ein verdammter Witz sein? Da will ich jetzt... Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Okay, bin ich auch für. Also, du kannst da gerne rein. Kann ich hier wieder zumachen und einfach abbauen? Nee. Na gut. Dann halt nicht. Also du, ich hab das... Boah, nee. Ne, wirklich nicht. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Verpiss dich, geh hoch. Nee. Ach komm, leck mich. Auch eine nette Einstellung wie ich. Die Leiter runterkommen. Also, du zuerst. Ah ja. Was siehst du? Was ist? André! André, geht's dir gut? André! André ist tot. Wie kam André da runter, ist die Frage. Erst mir ran, jetzt gehe ich da auch runter. Bestimmt, oder? Mann! Hier ist eine Sicherung. Da fehlt eine Sicherung. Ah, fuck. Okay, das Ding ist halt, ich wette so... Ich habe so ein komisches Gefühl dabei, dass ich... Was ist denn das? Aha. Okay. Also der Mörder ist wahrscheinlich immer noch hier. Der wohnt hier. Lass mich ran. Ich muss da jetzt bestimmt runter. Wer kennt's nicht? Man schaut sich ein Tape an, wo Leute, weil sie da runtergehen, sterben. Weil da wahrscheinlich noch der Verbrecher ist. Der Mörder ist. Erstmal auch dahin gehen. Gute Idee. Was gibt's Besseres? Ist da hinten dran irgendwas? Nee, nichts, ne? Alles safe. Es gibt ja echt manche Leute. Beste Idee, geh da ruhig runter. Wirklich. Du bist richtig schlau. Du hast gesehen, wie da zwei Leute gestorben sind. Ja, selbst schuld, ne? Ganz ehrlich. Verdammt. Mein Gott, du... Ich meine, wie wahrscheinlich ist es noch, dass der Mörder hier noch ist?
meine, hier ist Licht an. Man versucht nicht irgendwie wieder wegzukommen, nee. Kann ich tauchen? Nein. Ist hier irgendwas? Noch irgendwie in der Richtung? Scheint irgendwie nicht so. Ja, das Wasser lebt. Komm, geh einfach. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, was da ist. Oh mein Gott. Da ist eine Leiche auf jeden Fall, ne? Ist es der... Das ist, ich weiß nicht. Ist das Andre? Das sind auf jeden Fall die paar Vermisste. Hier ist der komische Mörder. Der, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wie gesagt. Okay. Glaubt, da wohnt noch jemand. Deswegen willst du nicht einfach wieder gehen. So. Jetzt ist noch die Zeit da. Kannst einfach abhauen. Das sind Spritzen. Schön. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Mir? Ich brauche einen. Da ist er doch. Da ist er. Ben tot. Harold gewandelt. Arthur oder Harold. Arthur gewandelt. Tamara gewandelt. Craig tot. Lea tot. Oder Layla tot. Sean tot. William tot. Travis gewandelt. Peter tot. Andre tot. Clancy. Ja. Der Bowlcutter, ein Bolzenschneider ist der deutsche Begriff. Ne, Bowlcutter forever. Es gibt nichts Besseres als den guten alten Bowlcutter. Und der Bowlcutter in Benutzung. Bam. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Hallo. Lebst du noch? Hi. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Hä? Daddy? Okay. Die Arme, ey. Hey! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Ja. Kannst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Du stinkst bestimmt ein bisschen. Sauber siehst du nicht aus auf jeden Fall. Lauf, Mann! Ja, blöd, ne? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ich glaube, der macht Versuchobjekte mit denen. Oder er versucht, ein Heilmittel zu finden, indem er die Leute halt als Versuchsobjekte benutzt.
müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ja, dann lauf und red nicht. Du quatschst da gefühlt nur die ganze Zeit. Ich will auch ein bisschen... Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Cool. Lauf! Danke. Dort. Dort ist es. Dort ist es. Oh mein Gott, Halleluja. Endlich. Jetzt steht da bestimmt keiner vor der Tür, oder? Hier ist es. Tatsächlich nicht. Wow. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ich finde es ja ein bisschen Stromverschwendung hier, ne? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Hallo? Mia? Mia. Geht's dir gut? Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Da ist eine Puppe, die gar nicht creepy ist. Da sind viele Puppen, die gar nicht creepy sind. Okay. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Mia? Hä? Hä? Wie schnell ging das jetzt? Ganz komisch, ich gehe da jetzt. Wo ist sie, hä? Hä? Oh. Haben wir eine Leitung tot? Ich bin sehr gut im Raten. Läuft. Karte des Gästehauses. Nee. Kann ich das nochmal aufmachen? Hier. Okay, ich hab dich hier nicht drin. Ich hätte gerne... Erste Hilfe. Geht immer. Erste Hilfe. Das muss ich jetzt ausnutzen. Alles, was geht, weil ich glaube, ich muss es sehr oft benutzen. Okay. Ja. Ich muss ja irgendwie. Das ist cool gemacht, dass er sich so anlehnt. Hä? Wo denn? Muss ich wieder runter? Oh ja. Oh ja, muss ich. Und jetzt ist er auch ein bisschen. Dunkel. Oh. Jo, was haben die denn bitte für Kraft? Was muss ich machen? Gedrückt halten? Triggern? Ach, raus! Lass mich in Ruhe!
Was zur Hölle bist du, Mia? Ich glaube, deine Frau oder dein Freundin ist gerade gestorben. Ja, so teile ich mich auch immer. Ist gerade gestorben. Kurz vorm Tod, so. Also die Reaktion von dir ist es auch nicht so krass gewesen. Wo ist denn das Messer hin? Ich hätte gerne das Messer. Hä? Lass mich! Eine Axt? Geil! Angriff! Angriff! Kill sie! Bring sie um! Schnauze halten! Halt die Fresse! Nee, doch nicht. Komm, ich knall dich weg, Alter. Boah, sieht das schon krass aus, ne? Der sieht schon heftig aus. Ich hätte gerne... Kann ich vielleicht irgendwie das... die Axt noch mal haben? Du hast gerade deine Freundin, Frau getötet oder was auch immer. Hi. Es geht. Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Hä? Wo ist sie hin? Wenigstens habe ich schon mal eine Axt. Ist nichts. Axt ist immer gut. Wo sind die? Hä? Na gut, egal. Werde ich nochmal angegriffen oder kann ich jetzt in Ruhe hier hoch? Da ist eine Treppe, Leiter. Oder kann ich das hier runterholen? Keine Reaktion. So gesagt, über den Dachboden sollte ich rauskommen. Gespeichert, okay. Dann halt doch nicht. Wie komme ich dann raus? Tür schließen. Da verschlossene Tür. Ja. Hier fehlt halt eine Sicherung. Ich muss wahrscheinlich die Sicherung erstmal finden. Dass ich dann mit dem Dachboden rauskomme. Dann muss ich nur wissen, wo die Sicherung ist. Eventuell hier. Irgendwo. Bestimmt hier irgendwo drin. Ich hab's nur übersehen. Gut, da ist gar nichts. Da sieht auch jetzt noch nichts aus gerade aktuell. Hallo, kann ich hier rein? Ach ne, hier war ich ja. Ah, hier ist auch nichts. Wo könnten denn... Also ich hoffe, ich muss nicht nochmal in den Keller. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Warte mal. Von da kam ich doch. Lass mich ran. Jetzt ist die Leitung wieder nicht belegt. Ja.
Oh, irgendeine Sicherung noch. Wo kann ich denn noch eine Sicherung finden? Einzig, was ich mir vorstellen könnte, wäre Keller. Aber da komme ich auch gar nicht mehr runter. Okay. Heißt, hier müsste die irgendwo liegen. Hier müsste irgendwo was sein. Sicherungstechnisch. Oder doch auf dem Dachboden irgendwo oben. Ich gucke hier einfach jetzt nochmal schnell durch. Ob ich hier noch schnell was finde, so auf der Schnelle. Das sieht schon cool aus. Auf dem Boden liegt auch nichts. Nee. Fenster möchte ich jetzt nicht nochmal benutzen. Hier könnte ich nochmal runtergehen. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht aktuell. Eins, zwei, drei F und vier F. Ja gut, wahrscheinlich, weil es der Ausgang ist, deswegen. Aber da müsste ja irgendwo diese Sicherung sein. Habe ich die irgendwie komplett übersehen, oder? Ich gehe mal hoch nochmal zum Dachboden. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Ja, ja. Habe ich ein bisschen mit Alkohol. Da liegt doch was. Nee. Ah, ja, das ist immer noch das Speicherding. Über den Dachboden sollte ich rauskommen. Ja, klappt halt nicht, ne? Ohne Sicherung. Keine Reaktion. Na gut. Dann gehe ich doch nochmal schnell runter. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Weil hier liegt halt jetzt aktuell gar nichts. Vielleicht habe ich es einfach übersehen gehabt. Ich kann gar nicht mehr runter. Ja, klasse. Hä? Bin ich dumm? Ich muss doch irgendwo diese Sicherung noch finden. Okay. Muss doch irgendwo noch sowas liegen. Kann ich nicht benutzen? Kann ich irgendwas benutzen? Nee, ne? Hm. Wäre halt cool, wenn ich jetzt irgendwo eine andere Sicherung rausmachen könnte. Ja klar, Fusebox, Stairs. Und da kann ich halt irgendwie nicht durch. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. Nee, da ist auch nichts. Ah. Hier kann ich mal gucken, in der Küche. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ja, stimmt, hallo, da war doch irgendwo. Aha. Wohl nicht mehr dran gedacht. Ja. Hatte ich voll vergessen, stimmt. Ja, geil. Oh, nee. Mia, bist du aufs Maul wieder? Die ist oben. Nee. Mia? Hallo?
Na? Ich weiß ja nicht, was die ist. Nee, das kann nicht. Das. Alles online. Oh, oh. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hättest du nicht tun dürfen. Ich bin ein bisschen überfordert. Das Rad, verdammt, Bill! Da ist ein... Jetzt sehen wir mal, was du willst. Die hat eine Kettensäge. Und ich habe keinen Arm mehr. Ich will meine Hand noch. Die nehme ich ja mit. Ganz kurz, ne? Mir fehlt ein Arm, eine Hand. Aber alles cool. Ich habe die Hand in meinem Inventar. In meiner Hosentasche habe ich meine Hand wieder. Kein Thema. Die nehme ich an. Da geht's wahrscheinlich raus. Ich guck mal kurz hier drin. Pistolenmunition. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, gut. Da sehe ich mich. Ja, alles cool. Da sehe ich mich drin. Das ist okay. Solmoni, jawohl, Alter. Jetzt geht's los. Hier ist es nicht, hier komme ich raus. Ich bekomme sehr viel Pistolenmunition. Ich glaube irgendwie. Jetzt gibt's gleich Stress. Es hieß doch, über den Dachboden komme ich raus. Weil wenn ich jetzt da wahrscheinlich die Tür irgendwie aufmache, steht mir da oder so. Oder aber nicht. Da ist eine Leiter. Ah. Mia. Los bei der. Du hast mich immer angeschaut. Warum? Es stirbt doch, Mann. Was ist denn los bei dir? Deswegen habe ich so viel Munition bekommen. Ja, ganz ruhig. Oh. Oh. Hm. Okay. Gut, probieren wir es nochmal. Das Ganze. Weil es so Spaß gemacht hat. Na gut. Okay, gut. Ja, ne? Ganz normal.
So, hier waren es zweimal Dinger. Hier einmal und da hinten, soweit ich weiß. War auch noch ein bisschen was für meine Pistole. Genau. Nehme ich mit. Okay, jetzt nochmal. Jetzt mache ich sie fertig. Das Problem ist halt wirklich bei der. Du verstehst nicht. Lass mich in Ruhe. Ey. Ich hab sie. Ha. Okay. Ist sie jetzt tot? Habe ich sie jetzt endlich mal gekillt? Weil jetzt langsam geht's. Ja. Ich glaube, sie ist tot. Okay. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Willkommen in der Familie, Junge. Also, wie viel Pech kann er haben? Ja. Blöd, ne? Das lief jetzt echt semi gut. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wurde mein Arm gerade angetackert? Meine Hand wieder an meinen Körper angetackert? Okay. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Oh, Lukas! Gott! Alter, nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Geht's dir gut? Ja. Okay. Das war lustig, ne? Sieht sehr lecker aus. Ja, aber ich würde erstmal sagen, das war's mit dem ersten Part von Resident Evil 7. Es
ist anders, als ich gedacht hätte. Es ist halt nicht mehr so dieses typische, die Apokalypse bricht aus und ja, man muss sich irgendwie retten oder überleben. Sondern das ist ganz anders so ein bisschen. Ich glaube, die Frau lebt noch. Oder die Oma. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war's auf jeden Fall mit dem ersten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ruhig einen Daumen nach oben da, drückt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns. Tschüss.